Moin, liebe Topfamilie und liebe Fußballfeuer da draußen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zu der Frage: Wer ist denn der beste Fußballer auf der 6, auf dem defensiven Mittelfeld? Wir sind schon sehr, sehr weit insgesamt in diesem Projekt und machen weiter mit der zweiten Runde des 16-Finales. Wir haben also schon insgesamt 4 Spieler weitergewählt in 4 Duellen. Von daher, falls ihr die letzte Folge verpasst haben solltet, checkt sie unbedingt nochmal aus, damit ihr seht erstmal, wer ist gegeneinander angetreten. Das haben wir vor 2 Folgen ja schon ausgelost. Und ja auch, wer mit dabei ist und wer da weitergekommen ist. Diese Folge kommen wir zu den nächsten 4. Und wenn ich das jetzt mal so grob überfliege, ich würde sagen, dass das eigentlich einfachere Begegnungen sind zu tippen als in der letzten Folge. Nächste Folge wird es dahingehend nochmal schwer. Das kann ich schon mal sagen. Von daher, lasst ihr gerne vorab einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch immer zu diesen Videos hier benachrichtigt werdet. So, bevor ich mich hier weiter wundrede, beginnen wir mit dem ersten Duell. Und dieses Duell heißt Thomas Partey gegen Joshua Kimmich. Ja, reden wir doch zuallererst über den Spieler des FC Arsenal. So, wenn ich hier zurück darf. So, Thomas Partey. Nein, nicht Thomas Tuchel. Thomas Partey ist ein Spieler aus Ghana. Ist 29 Jahre alt, hat einen Marktwert von 38 Millionen. Hat in dieser Saison 33 Spiele gemacht für Arsenal. So gesehen insgesamt betrachtet, hat da aber auch eine sehr, sehr gute Quote von Startelf und Spielminuten. Hat 3 Tore gemacht und 5 gelbe Karten dabei gesammelt. In der Europa League hat er 6 von 8 gemacht, dabei eine gelbe Karte. Und in den Pokalen hat er nur im FA Cup 1 der beiden Spiele gemacht. Spielt jetzt auch schon etwas länger bei Arsenal, seit der Saison 2021, also das war jetzt seine dritte Saison demzufolge. Und spielt ja davor bei Atletico Madrid und Almeria und RCD Mallorca, da waren Leiden hin. Aber jedenfalls, so ist bislang seine Historie zumindest. Von den Titeln, er wurde spanischer Meister mit Atletico, Supercup-Sieger mit Atletico und Europa-League-Sieger mit Atletico Madrid. Mit Arsenal hat er noch keinen Titel gewonnen, war ja relativ knapp ja in dieser Sache, sag ich mal, mit Arsenal, mit der Meisterschaft, haben sich's aber auch ein bisschen selbst verhauen, wenn man mal ehrlich ist. So. Kommen wir zum Spieler Nummer 2 und da sprechen wir über Joshua Kimmich. Spieler beim FC Bayern. Ist 28 Jahre alt und hat einen Marktwert von 80 Millionen. Hat in dieser Saison fast alle Spiele gemacht, 33 von 34. 5 Tore, 6 Vorlagen, 4 gelbe Karten, aber auch eine gelb-rote. Der erste, der in dieser Saison eine gelb-rote hat, jetzt in dieser, sag ich mal, in dieser Reihe jetzt mit den defensiven Mittelfeldspielern, hat fast jedes Spiel durchgemacht, hatte schon Marktwert von 90 Millionen, ist ein bisschen wieder runtergegangen. Das Interesse auf jeden Fall ist ja da von Barcelona, ihn zu verpflichten. Spielt jetzt schon die 8. bzw. 9. Saison jetzt bei Bayern. Spielte davor bei Stuttgart und davor bei Leipzig. Also von daher, das war auf jeden Fall, es ist eine starke Steigerung für ihn. Ich finde, er ist einer der besten Spieler beim FCB und wurde dahingehend auch. Zählen wir mal kurz hier eben die ganzen Titel auf. Er wurde erstmal U19 Europameister mit Deutschland 2014. Und jetzt alle Titel, und Confederation-Sieger 2017 mit Deutschland. 6-mal Superpokalsieger mit Bayern, 3-mal Pokalsieger mit Bayern, 8-mal Meister mit Bayern, 1-mal UEFA Supercup-Sieger mit Bayern, 1-mal FIFA-Club-Weltmeister mit Bayern und hat 1-mal die Champions League gewonnen. Ja. Also von den Titeln ist es natürlich eine ganz klare Ansage, aber ich finde auch vom Spielertyp her, wir suchen ja hier den Sechser. Und wenn man sich mal früher betrachtet, Kimmich war da auch Rechtsverteidiger oder kann da auch spielen, ist aber mehr auf der 6, fühlt er sich wohl.
Und ich finde, das sieht man auch. Er bringt die Bälle sehr gut nach vorne. Er hat ein sehr, sehr gutes Positionsspiel, sehr, sehr gutes Stellungsspiel, sehr, sehr gute Passquote. Zweikämpfe ist manchmal, aber insgesamt spielt er eigentlich immer sehr, sehr konstant, bringt die Bälle gut nach vorne, hat eine sehr, sehr gute Physis. Wenn ich mich an früher erinnere, an den, sage ich mal, jüngeren Joshua Kimmich, muss ich sagen, da war er doch so ein bisschen so zaghaft, aber mittlerweile, er gibt das Kommando mit an im Mittelfeld und das macht er sensationell. Und deswegen ist das hier schon eine ganz klare Sache, dass hier Joshua Kimmich auf jeden Fall weiterkommt, da er schon der Bessere auch über die letzten Jahre hinweg ist, im Gegensatz zu einem Thomas Partey. Kommen wir zum nächsten Duell. Und das nächste Duell heißt Wilfred Ndidi gegen Edson Alvarez. Reden wir erstmal über Ndidi. Muss ich ihn erstmal suchen. Wilfred Ndidi, 26, kommt aus Nigeria, spielt bei Leicester City. Ja, ist auf der 6 auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben. Ist mit 1,83 da auch, hat eine gewisse Größe. Spielte davor beim KRC Genk oder eben dann davor in Nigeria bei Neath Boys und wurde mit Leicester City Meister. Hat in dieser Saison vier gelbe Karten gesammelt. Ja, wurde einige Male eingewechselt, viele Spiele von Beginn an auch durchgespielt, 27 von 38 möglichen Spielen. Und wie gesagt, wurde mit Leicester, nee, nicht Meister, er wurde Pokalsieger und Superpokalsieger mit Leicester. Meister nicht, wie ich hier gerade sehe. Das dachte ich gerade erst. Ja, also auf jeden Fall jemand, der auch vom Spielertyp tatsächlich so ist. Sehr, sehr robust, starke Physis. Passspiel würde ich sagen, ist auch eigentlich relativ in Ordnung. Aber ich finde, erst wäre so dieser robustere. Kommen wir dahingehend zu einem kreativen Sechser, nämlich mit Edson Alvarez. Spielt noch bei Ajax Amsterdam, ist ja ein potenzieller Nachfolger für Bellingham bei Dortmund. Ich sag mal so, für die Bundesliga würde ich mich freuen, wenn er dahin wechselt. Ist 1,87 groß, ist Mexikaner, hat in dieser Saison einige Spiele gemacht für Ajax, 31 von 34, 3 Tore, 3 Vorlagen, aber 10 gelbe Karten, damit ein Rekord für diese Saison. Spielte davor bei CF America, ist ja auch gerade mal erst 25 und wechselte dafür 15 Millionen zu Ajax und das war jetzt seine vierte Saison insgesamt. Ich denke, er wird womöglich wechseln. Wurde jetzt aber auch in dieser Zeit mit Ajax zweimal Meister und einmal Pokalsieger. Mit Mexiko, wo hat er 2019 den Gold Cup geholt? Und mit CF America wurde er einmal Meister in Mexiko und Pokalsieger. So, und das ist jetzt hier eben so diese Sache. Auch wenn das Spielertyp mehr kreativ ist und das defensiv, muss man hier das aber auf einen gemeinsamen Nenner bringen, jetzt hier in dem Fall. Ich weiß schon, für wen ich mich entscheide und ich begründe auch warum. Denn ich werde mich hier in dem Fall für Ndidi entscheiden. Warum? Ja, ein Alvarez hat mehr Titel vorzuweisen. Ein Alvarez ist kreativer nach vorne. Wenn ich aber jetzt davon ausgehe, 6, ein defensiver Mittelfeldspieler verkörpert für mich aber auch trotzdem eine gewisse Robustheit, eine Passsicherheit, eine Konstanz. Ja, in dieser Saison war es eher schwächer von beiden, sage ich jetzt mal, weil Ajax unter den, sage ich mal, deren Leistungsstandard gespielt hat und das gleiche auch bei Leicester. Aber konstanter spielt da für mich ein Ndidi, der für mich konstant spielt, der ein gutes Passspiel hat, der eine gute Übersicht hat und für mich eigentlich immer eher so dieser Lichtblick ist in einem Spiel. Alvarez hat mir da trotz der Tore und Vorlagen, verliert er für mich manchmal zu oft die Bille, gerade wenn ich die Zusammenfassung dann auch immer sehe aus der Eredivisie und deswegen entscheide ich mich hier für den guten Wilfred Ndidi aus Nigeria. Kommen wir zum nächsten Duell und kommen zu einem internen Liga-Duell tatsächlich und sprechen über diese beiden hier. Frank Anguissa gegen Marcelo Brozovic. Anguissa. André
Sambo Anguissa, kommt aus Kamerun, hat einen Marktwert von 40 Millionen und wechselt hier am Anfang dieser Saison von Fulham dahin. Hat auch eine Vergangenheit in Spanien mit Villarreal und hat auch bei Marseille gespielt. Ein sehr, sehr starker Sechser, der aktuell auch seinen höchsten Marktwert hat mit 40 Millionen. Wie gesagt, wechselte jetzt ja am Anfang dieser Saison erst zu Neapel und war mit daran beteiligt, wie man eben die Meisterschaft geholt hat. Man hat ihn für gerade mal nur 16 Millionen verpflichtet, obwohl er einen Marktwert Millionen von 30 hatte. Hatte ja, glaube ich, Ausstiegsklausel oder Vertrag lief aus, das weiß ich nicht mehr. Wurde mit denen jetzt Meister und das ist auch der einzige Titel, den er vorweisen kann. Ja, er ist vielleicht mehr so ein Achter als ein Zehner, wenn wir ehrlich sind. Aber ich muss sagen, ich sehe ihn mehr auf der Sechs, dadurch, dass er für mich auch da öfters zurückfällt in dieses System, was Neapel ja auch diese Saison gespielt hat. Und hat sehr, sehr gute, viele Zweikämpfe gewonnen. Das muss man auf jeden Fall sagen. Aber er kann switchen, er hat mal auf der 6 gespielt, auch auf der 8. Von daher, das ist, finde ich, so relativ ausgeglichen. Hat 36 von 38 Spielen gemacht, wurde ein paar Mal nur ausgewechselt für ein paar Minuten. Hat dabei 3 Tore gemacht, 5 Vorlagen und 3 gelbe Karten in der Liga. In der Champions League hat er 8 von 10 Spielen gemacht. Dabei ein Tor, 3 Vorlagen und eine gelb-rote Karte. Ja, kommen wir dahingehend zu Marcelo Brozovic. So, wo ist er da? Marcelo Brozovic, Kroate. Das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal sagen, er wurde mit Kroatien 2018 Vize-Weltmeister und mit Kroatien letztes Jahr Dritter bei der Weltmeisterschaft. Hat in der Liga mit Inter jetzt hier verwirklicht 38 Spielen, 28 Spiele gemacht, wurde aber auch sehr, sehr oft ausgewechselt oder eingewechselt. 3 Tore, 5 Vorlagen, 8 gelbe Karten dabei gesammelt. Wechselte vor 7 Saisons von Dinamo Zagreb dahin. Man hat ihn zuvor da erst ausgeliehen und dann ist er festgekommen von Zagreb. Und spielt insgesamt eine starke Saison, hat aber auch, sein Marktwert ist deutlich gesunken. Er hatte mal einen Marktwert von 60 Millionen, wie gesagt, jetzt aktuell nur noch 28. Und sein Vertrag geht bis 26. Man hat seinen Vertrag letztes Jahr schon bereits verlängert um weitere 2 Jahre. Was natürlich stark ist. Ja, wurde dahingehend, hat er auch einige Titel vorzuweisen, gerade aber auch mit Zagreb. Da wurde er 3-mal Meister. Er wurde 1-mal Meister mit Inter, 2-mal Superpokalsieger mit Inter und 2-mal Pokalsieger mit Inter. Ja, also, unterschiedlicher kann es nicht sein trotzdem, weil der eine ist, finde ich, mehr defensiver unterwegs, wenn wir über Brozovic reden, der in der Defensive gut steht, der ein gutes Stellungsspiel hat und einer, der kreativ nach vorne geht, der die Pässe da spielt, der ein bisschen mehr Dribblings eingeht. Da haben wir einen Anguissa. Wenn wir jetzt insgesamt von einer Konstanz reden, auch von der Leistung und natürlich nicht nur diese Saison, sondern insgesamt, muss man einen Brozovic natürlich deutlich hervorheben und deswegen gewinnt er für mich auch dieses Duell. Ein Anguissa spielt für mich oder hat für mich jetzt diese Saison bei Neapel eine sehr, sehr große Rolle gespielt, dass die auch eben erfolgreich sind, aber das reicht eben nicht aus nur diese Saison oder ein paar Saisons, sage ich mal, bei anderen Vereinen darüber hinaus, dass ich sagen kann, er ist da deutlich besser als ein Brozovic. Brozovic für mich mehr gestanden, so auf dieser 6 und deswegen entscheide ich mich in diesem Falle für den Kroaten. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Duell in dieser Folge und reden über 2, mit denen ich mich nie richtig viel beschäftigt habe, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich wirklich ehrlich. Und zwar reden wir über diese beiden hier. Calvin Phillips von Man City mittlerweile, der hat aber mal bei Leeds gespielt, und Sofian Amrabat. Das wird jetzt, glaube ich, sehr, sehr interessant. So, Calvin Phillips spielt bei Man City, hat aber zuvor bei Leeds gespielt, ist am Anfang dieser Saison gewechselt, ist 27, man hat ihn für 49 Millionen verpflichtet und das mit einem Marktwert damals von 50 Millionen, von daher ist das ja etwa fast dem Marktwert entsprechend. Sein Marktwert ist aber auch gesunken. Er hatte einen Marktwert von 50 Millionen, jetzt nur einen von 35. Hat dahingehend aber auch nicht so viel gespielt.
12 Kurzeinsätze, wurde 12-mal nur eingewechselt, dabei eine gelbe Karte gesammelt, ein bisschen mehr im FA Cup, 4 Spiele gemacht, aber kein Tor, Vorlage. In der Champions League 3-mal nur kurz eingewechselt, das war's. Und ansonsten nur noch im EFL Cup, da hat er ein bisschen mehr gespielt, 2 von 3 Spielen. Bei Leeds, beziehungsweise trotzdem wurde er halt englischer Meister, Pokalsieger und Zweitligameister mit Leeds. Nur die Titel hat er vorzuweisen in der englischen Nationalmannschaft. Da hat er schon ein bisschen besser gespielt, zumindest von den Leistungen, was man hier sieht. Auf der anderen Seite haben wir einen Sofian Amrabat. Sofian Amrabat. Spielt bei dem AC Florenz, ist 26, hat einen Marktwert von 25 Millionen. Dann gehen wir mal zum Vergleich. Calvin Phillips ist 27, hat einen Marktwert von 35 Millionen. Ja, ist Marokkaner, hat mit Marokko ja Platz 3 erreicht bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr. Wechselte 1920. Nee, warte, ich will jetzt hier nichts. Genau, doch, nee, wechselte in der Saison 2019-20 von Verona nach Florenz, aber man hat ihn nochmal für eine Saison ausgeliehen nach Verona und dann spielt er jetzt seit der Saison 2021, also das war jetzt seine dritte Saison, eben bei Florenz. Ein sehr konstanter Sechser, der, finde ich, ein bisschen unterschätzt wird. Ich finde, der spielt eigentlich recht gut, hat 29 Spiele gemacht in der Saison jetzt bei Florenz. Eine Vorlage, wurde ein paar Mal ausgewechselt, ein paar Mal eingewechselt. Dabei hat er 11 gelbe Karten gesammelt. In der Conference League 13 von 15 möglichen Spielen fast immer durchgespielt. Wurde ein paar Mal ausgewechselt. Ein Spieler komplett verpasst und dabei 3 gelbe Karten gesammelt. Ja, das ist auch tatsächlich sein höchster Marktwert, den er aktuell hat. Was natürlich auch daran liegt, dass man eben auch ja das Finale mit Florenz eben ja erreicht hat. Man spielt ja im Finale gegen West Ham. Ich bin dahingehend auch sehr, sehr gespannt. Für euch ist das ja schon jetzt ja lange beendet. Ich glaube aber, West Ham holt das Ding, wenn ich ehrlich bin. Nichts gegen Florenz, aber ich glaube, die holen das Ding. Bei den Titeln, ja, er hat ja auch schon mal bei Feyenoord gespielt und da wurde er Pokalsieger, 2-mal Superpokalsieger mit Feyenoord. Bei Utrecht 2 U21 Eredivis-Sieger und wurde mit dem FC Brügge 1920 Meister, ehe er dann nach Florenz gewechselt ist. Also, unterschiedlicher kann es nicht sein. Ich finde, dass es dahingehend tatsächlich sehr, sehr schwer zu beurteilen, weil Calvin Phillips ist mehr so dieser trotzdem kreativere oder etwas offensivere Sechser, der die Wege nach vorne geht. Ein Amrabat ist dahingehend für mich mehr in der Defensive und ist da hinten auch stark. Boah. Wenn ich jetzt die Leistung betrachte, Titel dazu und dann wie die spielen, ich glaube, ich würde mich knapp für einen Amrabat entscheiden, weil er mir dann insgesamt vom Spielertyp und von den Leistungen ein bisschen besser gefällt und deswegen entscheide ich mich hier für den Marokkaner. Hättet ihr euch genauso entschieden, schreibt es sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Das war's mit diesem Video. Schaltet das nächste Mal gerne wieder ein, von daher lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch zu diesen Videos immer benachrichtigt werdet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, das nächste Mal wieder. Und bis dahin bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie und Fußballfreunde da draußen. Bis zum nächsten Mal rein und tschüss.